Das war mal ein Absturz. Schätze, du fragst dich, warum ich dir das antue. Du bist ein Schurke, schon klar. Ich wette, es ist eine Weile her, dass du deine Sterblichkeit gespürt hast. Wie deine Kräfte wirken meine auf Zellebene. Erlaub mir, dir das zu demonstrieren. Weißt du, Iron Heights wird mir einen Präsentkorb schicken, wenn ich dich dort als Geschenk abliefer. Ich hab dir schon ein hübsches Geschenk gemacht. Und jetzt brauche ich es wieder. Mein Schicksal ist es, die ganze Menschheit zu heilen. Dir und deinen Freunden darf es nicht erlaubt werden, das zu verhindern. Das Leben erfordert euren Tod. Du musst uns helfen. Was ist passiert? Ramsey. Komm schon, Coach, wir wollten doch diesen Roadtrip machen, oder? Er wird sterben. Frost, wie retten wir ihn? Ich weiß es nicht, ich weiß keine Lösung. Vielleicht fällt Caitlin was ein. Ralphs elastische Zellen reparieren sich nicht wie gewohnt. Ramsey wird offenbar immer stärker. Ralph kann sich nicht selbst heilen? Nein, aber vielleicht kannst du es. Was? Nur deine Speed-Heilung kann Schäden reparieren, die so schwer sind. Vielleicht hilft es ihm, wenn wir ihm eine Bluttransfusion verabreichen. Du denkst, ich kann die Speed-Heilung auf Ralph übertragen? Theoretisch vorübergehend, ja, weiß auch nicht. Wir befinden uns auf unerforschtem medizinischem Gebiet, aber deine Blutgruppe ist null negativ. Du bist ein Universalspender. Leute, Ralph ist elastisch. Du kommst mit der Nadel nicht durch seine Haut. Ich kann ihn phasen. Wird's funktionieren? Tu es. Bereit? Ja. Thank you.